Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im wunderschönen Frodga, auch wenn man das nicht so auf den ersten Blick erkennen mag. Und ganz hinten links ist ein kleiner Tröti. Ich liebe diese Viecher. Ich habe sogar einen als Begleiter. Ich denke, wir müssen da oben irgendwie in die Festung rein. Die Frage ist nur, wo ist denn da der Eingang? Ja. Wir befinden uns nämlich, das kann ich. Achso, da hinten ist noch ein Weg rein. Wir befinden uns nämlich jetzt hier zur Morgul-Festung, war es, glaube ich. Er hat es jetzt gerade nicht angezeigt. Also, wir müssen hier einem Weg folgen. Da. Und der sollte uns dann direkt in die Festung da oben reinführen. Und wir haben sogar noch ein bisschen Holz für unterwegs. Oh, 8 Uhr. Sehr schön. So, perfekt. Das erinnert mich dann immer so ein bisschen an New World. Wo das so ätzend langweilig war mit dem ewigen Rohstofffarmen. Deswegen habe ich es dann irgendwann auch nicht mehr gespielt. Da ist unsere Ich muss herausfinden, was im Steinbruch geschehen ist. Wo steckt dieser Elf, den wir angeheuert hatten? Habt ihr hier in der Gegend zufällig einen Elfen gesehen? Groß, dürr und redet viel zu viel? So jemanden habe ich in letzter Zeit nicht gesehen. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu leicht gewesen. Das hat man davon, wenn man einen hauerlosen Tunichtgut anheuert. Er sagte, er könnte im Graustein-Steinbruch die Produktivität steigern. Und was haben uns all unsere Mühen nun eingebracht? Erst den Nebel, dann die Schreie und dann nichts mehr. Ihr habt nichts vom Steinbruch gehört? Kein Wort. Meiner Meinung nach riecht es hier nach elfischem Schabernack. Mein Gatte, Häuptling Ramasch, ist in den Steinbruch gegangen, um nach dem Elfen zu suchen und herauszufinden, was mit unseren Arbeitern geschehen ist. Er kam völlig blutüberströmt zurück. Und ich kann euch versichern, dass Ramasch nicht so leicht blutet. Ich kann beim Steinbruch vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Ich würde mich über jede Hilfe freuen, die ihr uns bieten könnt. Nach dem, was dem Häuptling widerfahren ist, weigert sich der Rest des Clans auch nur in die Nähe des Steinbruchs zu gehen. Falls ihr dort hinein könnt, dann findet heraus, was geschehen ist und sorgt dafür, dass die Arbeiter des Steinbruchs in Sicherheit sind. Erzählt mir mehr darüber, was hier geschehen ist. Alles nur wegen dieser verdammten Stadt, die sie da bauen. Der König braucht Steine für die Mauern von Orsinium. Für seine Festen. Für diese verdammten Türme. Ich weiß nicht, wo Steinbruchaufseher Yadol den Elfen gefunden hat. Doch der behauptete, er könnte die Produktivität um ein Zehnfaches steigern. Das ist eine vage Behauptung. Typisch Elf. Zu schlau für sein eigenes Wohl. Er kennt nur Täuschung und vorschnelles Handeln. Doch unser Clan ist auf diesen Steinbruch angewiesen. Er ist unsere Lebensgrundlage. Wenn wir nicht herausfinden können, was dort unten geschehen ist und es wieder in Ordnung bringen, ist Clan Tumnosch am Ende. Wo ist der Häuptling jetzt? Im Langhaus. Er kümmert sich um seine Wunden und ist wütend über das Unheil, das nun über uns gekommen ist. Bei Malakats schiefem Hauer. Häuptlinge und ihr Geheule. Er ist zu nichts zu gebrauchen, wenn er so ist. Und wer seid ihr noch gleich? Ich bin Häuptling Ramaschs Schmiedeweib. Tumnosch ist mein Clan und Graustein unser Steinbruch. Aufgrund des Ärgers in letzter Zeit und dem ganzen Druck, Orsinium mit Steinen zu versorgen, schwinden langsam unsere Kräfte. Ich sage euch, es ist schlimm genug, um Malaka zum Weinen zu bringen. Okay. Verpflichtet den Häuptling. Ah, da unten ist der Steinbruch. Okay. Gerade am gucken, kommen wir da auch so hin? Ja, ne, können wir so reinreiten. Frage ist nur, da ist noch ein Zettel. Ein bisschen Schweinefleisch, das nehmen wir mal direkt mit. Beschwerde. Häuptling Ramasch, ihr Sohn einer hässlichen Ziege. Wie sollen wir nächstes Jahr denn bitte 150 Einheiten Stein produzieren? Das ist fast das Doppelte unserer normalen Kapazität. Warum macht ihr dieser Stadt voller Trinimark-Anbeter Versprechungen? Sie haben die Gesichter ihrer Vorväter vergessen und verlangen, dass andere die Arbeit für sie erledigen.
Wenn Sie so dringend Stein brauchen, könnten Sie ja Arbeiter schicken. Meine Männer arbeiten täglich schon länger, als gesund für sie ist, auch wenn sie Orks sind. Sie sind nicht unverwundbar. In diesem Tempo sind sie noch vor Jahresende tot, zu Tode gearbeitet. Und das geht auf eure Kappe. Steinbruchaufseher Yadul. Ja gut, hier kann man angeln, das ist sehr schön. Das ist natürlich wieder das Erste, was mir auffällt. Schatten im Nebel. Ich kann ihn nicht heilen. Hallo? Wieder aufstehen, ich habe dich gerade geheilt. Mist. Okay, wir klauen uns eben das Rubidit-Erz und schauen mal, was da unten eigentlich so passiert ist. Sehr schön, ein Rucksack. Dann nehmen wir die Sachen hier oben auch nochmal ganz schnell mit. Hallöchen, was ist hier unten passiert? Was macht ihr hier unten? Wisst ihr denn nicht, dass der Graustein-Steinbruch nun ein Ort voll Unglück ist? Das war nicht meine Frage. Ich bin hier, um herauszufinden, was geschehen ist. Was geschehen ist? Der Hochelf, das ist geschehen. Eine Weile war alles in Ordnung. Felsen kamen in Rekordgeschwindigkeit aus dem Steinbruch. Doch dann brachen wir in einen Hohlraum ein. Und der Elf bestand darauf, ihn zu erkunden. Dann begann Nebel aus dem Loch herauszuwallen. Erzählt mir von diesem Nebel. Es war Nebel. Dick wie Suppe war er. Häuptling Ramasch und sein Jagdweib Bolga entschieden sich, in den Steinbruch zu gehen und herauszufinden, was dem Elfen und den Arbeitern zugestoßen ist. Wir sind mit ihnen gegangen. Die schlimmste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Was ist mit dem Häuptling geschehen? Wir betraten den Nebel, aber da drinnen waren wir nicht allein. Da waren Schatten, Dinge im Nebel. Wir wurden angegriffen. Ich habe gesehen, wie der Häuptling rausgelaufen ist, über und über mit Blut verschmiert. Bolga ist immer noch da unten. Sie sucht nach ihrer Tochter. Soweit wir wissen, war sie bei dem Elf. Ich werde sie finden. Findet das Jagdweib und ihre Tochter und tötet so viele von diesen Dingern, wie ihr nur könnt. Aber der Elf spart den Elfen für mich auf. Erzählt mir von den Kreaturen, die ihr gejagt haben. Die euch gejagt haben, Mann! Wie ich schon sagte, es war dunkel und neblig. Ich konnte nur Schemen erkennen. Schatten im Nebel. Doch auch wenn ich sie nicht klar erkennen konnte, hören konnte ich sie sehr wohl. Ein Klappern und das Kratzen scharfer Klauen. Und sie bewegten sich schnell, blitzschnell. Habt ihr eine Ahnung, woher der Nebel kam? Wir betraten gerade den Hohlraum, als ich diese seltsamen Rohre an den Wänden bemerkte. Wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, der Nebel bestand aus dem Dampf, der aus diesen Rohren kam. So konnten wir nichts sehen, geschweige denn kämpfen. Diese Dinger hatten mit den Umständen aber keine Probleme. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Ach so. Dwema. Beziehungsweise Dwemer Spielzeuge. Dass die damit keine Probleme haben, das ist mir schon klar. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Mist, für die muss ich Zeit haben. Na? Na gut. Hallöchen. Ich dachte, ihr wärt eine dieser verdammten Maschinen. Ihr habt nur Glück, dass ich die Reflexe eines Schneebären habe. Sonst würden eure Eingeweide jetzt den Boden zieren. Nun, wärt ihr so freundlich, mir zu erklären, was hier unten vor sich geht? Ich habe nach euch gesucht. Ist das noch so ein halbherziger Rettungsversuch meines Gatten? Sei's drum. Ich schätze, ich sollte dankbar sein. Eine dieser Metallspinnen hat mir ein Stück Fleisch aus dem Bein gebissen. Nichts Ernstes, aber kämpfen kann ich mir abschminken. Daher ist es an euch, meine Tochter zu finden. Woher wisst ihr, dass sie noch am Leben ist?
Das weiß ich nicht. Aber ich darf doch wohl noch hoffen, oder? Außerdem habe ich ihre Leiche nicht gesehen und sie ist die Tochter ihres Vaters. Dann ist da noch der Elf. Er weiß, was er tut. Und er hat mehr als nur ein Ass im Ärmel, wenn es um die Maschinen geht. Erzählt mir von dem Hochelfen. Er ist ein schlauer Bastard, das gestehe ich ihm zu. Er wusste, dass es eine Dwemer-Ruine hier unten gibt. Und er hat uns benutzt, um sie auszugraben. Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Doch er hat die Produktion deutlich gesteigert. Und ihr kennt Orsinium. Dort braucht man immer Steine zum Bauen. Erzählt mir von eurer Tochter. Charbon? Sie ist eine tapfere junge Frau. Sie zeigte sofort Interesse an dem Hochelfen und an seiner schnieken Art. Den Elfen schien das nicht zu stören. Ich glaube, es gefiel ihm sogar, jemand Starkes und Schönes an seiner Seite zu haben. Wenn ihr einen der beiden findet, findet ihr auch den anderen. Ich werde eure Tochter finden. Ja, die Frage ist nur, wo. Ernsthaft? Nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Wir gehen hier mal weiter. So, wenn ich da runterkomme und dann rechts müsste ich die dann theoretisch finden. Oh, ich sollte da vielleicht doch nicht runterspringen. Und zwar noch ein Zettel. Das ist natürlich doof, dass ich den jetzt liegen lasse. Schwuppdiwupp. Komme ich hier runter. Ah, schöne Vögelchen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Oh, Treni, Max, sei Dank. Ihr seid keines dieser Dwemer-Dinger. Aber was macht ihr hier unten? Seid ihr gekommen, um mir bei der Flucht aus diesem verdammten Steinbruch zu helfen? Ich dachte, der Steinbruch wäre da oben. Unser Steinbruch schon. Doch diesen Steinbruch hier schlugen vor Jahrhunderten die Dwemer aus dem Fels. Es sieht aus, als hätten sie hier unten angefangen und sich dann nach oben gearbeitet. Doch frag mich nicht, was sie mit dem Stein angestellt haben. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Wo ist der Hochelf? Er sagte, ich solle hierbleiben, während er sich die Hauptkonstruktion anschaut. Er benutzte seinen Steuerstab, um einfach an den Maschinen vorbeizumarschieren. Doch anscheinend erstreckt sich dieser Schutz nicht auf irgendwen anders. Das habe ich nun davon, dass ich einem Elfen helfen wollte. Ich werde den Hochelfen finden. Ja, und irgendwie wieder hier hochklettern müssen. Frage ist dann nur wie. Ich denke mal hier rum. Ach, und da hinten durchlaufen müssen. Okay, ich verstehe. So. Ihr könnt nicht durch die Wände schießen, Wände schießen, Wände schießen. Wir müssen da hoch. Und natürlich genau an dem vorbei, wo ich nicht dran vorbei möchte. Weil der mich jetzt zu lange aufhalten würde. So. Ist er jetzt hier? Ne, er ist nicht in der Ecke, er ist im anderen Raum. Oh, nerv mich nicht. Wieso müssen die überall diese Konstrukte hingestellt haben? Komm, stirb. Ach, Basti, du kümmerst dich schon darum, oder? Neramo! Ach, was für eine Überraschung. Bizarr. Es kommt mir vor, als hätten wir diesen Ort erst gestern erkundet. Erinnert ihr euch? Stross Mekai, Dwemer-Ruinen und Shepper, dieser lebenswerte Animunculus. Das waren gute Zeiten. Doch nun zum Geschäft. Ihr seid der Hochelf, mit dem die Orks arbeiten. Ah, dann habt ihr sie also getroffen. Ich fühle mich wirklich schrecklich deswegen, was da geschehen ist. Ich hatte meine Hilfe angeboten, weil ich schon vermutete, dass die Ruinen von Zindene hier unten sein würden. Doch ich hätte nie eine derart mächtige Verteidigung erwartet. Dieser Ort ist einfach bemerkenswert. Verteidigung? Ihr meint die Konstrukte? Ja, aber ich meinte diesen Nebel. Er war wirklich höchst sonderbar.
Kaum hatten wir den Eingang zu diesem Ort ausgegraben, zog dichter Nebel auf und die Dwemer-Spinnen fielen über uns her. Ich weiß, wie man mit Dwemer-Konstrukten umzugehen hat, die Orks leider jedoch eher weniger. Was habt ihr so seit Stross im Kai getrieben? Ah, die Ruinen von Bezirk. Das war ein Abenteuer. Seitdem bin ich viel herumgereist und habe viel geforscht. Doch es ist schön, euch wiederzusehen. Und ich könnte wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Die Verteidigungsanlagen dieser Ruinen gehören zu den eindrucksvollsten Dwemer-Maschinen, auf die ich je gestoßen bin. Verteidigung? Ihr meint die Konstrukte? Ja, aber ich meinte diesen Nebel. Er war wirklich höchst sonderbar. Kaum hatten wir den Eingang zu diesem Ort ausgegraben, zog dichter Nebel auf und die Dwemer-Spinnen fielen über uns her. Ich weiß, wie man mit Dwemer-Konstrukten umzugehen hat, die Orks leider jedoch eher weniger. Zenimax Art, dir zu sagen, du solltest erst die andere Frage wählen und dann die Frage. Habt ihr einen Plan, wie man sich um diese Konstrukte kümmern könnte? Mein Steuerstab kann immer nur eine Handvoll Konstrukte gleichzeitig im Zaum halten. Die Größe dieses Ortes geht weit über seine Möglichkeiten hinaus. Es könnte jedoch eine Alternative geben. Wenn wir die Steuerzentrale der Konstrukte finden, können wir vielleicht die Kontrolle über sie übernehmen. Ich werde nach der Schaltzentrale suchen. Ja, und ihn lasse ich jetzt einfach hier, oder was? Geht das noch? Der soll mitkommen und mitkämpfen. Na gut. Müssen wir wieder an dem Großen hier vorbei. Lassen wir wieder links liegen. Oh, das ist unerwartet. Es könnte ein bisschen länger dauern. Da hatte ich so meine Problemchen mit. Das weiß ich noch. Hallo, geht's noch? Ich wollte mich hier gerade unterhalten. Komm, sprich mit mir. Los. Unsere Wege kreuzen sich erneut. Den Acht sei Dank. Es ist erstaunlich, wie oft gründliche Forschung zu bemerkenswerten Entdeckungen führt. Seit wir uns trennten, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dies ein automatisierter Steinbruch ist. Wie die Orkmine weiter oben. Nur viel, viel fortgeschrittener. Das ist eine beeindruckend aussehende Maschine hinter euch. Nicht wahr? Das nennen wir vom Fach eine bemerkenswert gut erhaltene Kugel der Erleuchtung. Ich glaube, dieses Dwemer-Gerät birgt den Schlüssel, der es uns erlaubt, die Verteidigung von Mysen-Dyne unter unsere Kontrolle zu bringen. Wie funktioniert eine Kugel der Erleuchtung? Stellt euch dieses Gerät als gewaltiges Kombinationsschloss vor. Diese Emitter strahlen hinauf zu mehreren Linsen, die an Ringen angebracht sind. Wenn ihr die Linsen in die richtige Position dreht, sollte das Gerät entriegelt werden. Woher wissen wir, wie sie richtig ausgerichtet sind? Mit Versuch und Irrtum, wie bei jedem anderen wissenschaftlichen Unterfangen. Aber achtet unbedingt genau auf jede einzelne Drehung der Ringe. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir können die drei kinetischen Resonatoren manipulieren, um die Linsen einzustellen und die Ringe zu drehen. Folgt mir! Ja, wohin denn? Dahin. Ach, nee, Ramo, sagst du da noch was zu? Achso, das ist der Rücksetzschalter. Okay. abgeschlossen. Benutzt den Schalter. Achso, okay. Okay, das sollten wir auch machen. Okay. Gut. Dann haben wir... Sollen wir das nochmal machen? Treff die kinetischen Benutzenschalter, um die Ringe zurückzusetzen. Nee, sollen wir nicht mehr. Das heißt, wir haben hier einmal was, wo wir gegenschießen können. Da haben wir einmal was. Und da haben wir einmal was. Also ich nenne das mal einmal links. Das die Mitte und das rechts. Und hoffe, dass ich das jetzt beim ersten Mal hinkriegen werde. wir schießen einmal rechts drauf. Das zweite Mal schießen wir links drauf. Das dritte Mal in die Mitte. Dann das vierte Mal schießen wir rechts drauf.
Das fünfte Mal, hoppala, schießen wir in die Mitte. Das sechste Mal schießen wir links drauf. So, warten, bis das wieder unten ist. Das siebte Mal schießen wir wieder links drauf. Das Vergessen soll euch holen. Was? Das achte Mal schießen wir in die Mitte. Das neunte Mal schießen wir ebenfalls in die Mitte. Genauso wie das zehnte Mal. Das elfte Mal schießen wir rechts drauf. Das zwölfte Mal schießen wir wieder rechts drauf. Und das 13. Mal schießen wir nochmal rechts drauf. Das 14. Mal schießen wir dann hier in die Mitte. Das 15. Mal, ist das runter? Ja. Schießen wir links drauf. Dann geht es so weiter. Das 16. Mal schießen wir links drauf. Das 17. Mal ebenfalls. Dann das 18. Mal, wer hätte es gedacht, schießen wir wieder links drauf. Das 19. Mal schießen wir wieder links drauf. Das 20. Mal schießen wir erneut links drauf. Und das 21. Mal noch einmal links drauf. Und mit einmal 22 in der Mitte ist das Ganze dann abgeschlossen. Hervorragend! Jetzt sollte ich die Dwemer-Konstrukte kontrollieren können. Ja, und wer sich jetzt fragt, warum ich das jetzt alles so toll auswendig wusste, ich habe das Ganze schon mal aufgenommen und entsprechend, beziehungsweise ich habe es mir mal aufgeschrieben und entsprechend, ja, habe ich mir jetzt eben die Unterlagen nochmal rausgesucht, damit diese Szene hier nicht so lange dauert. Deswegen, ihr könnt das Ganze aber auch gerne auf unserer Homepage nachlesen von den Hungrigen Wölfen, also diehungrigewölfe.wordpress.com. Oder eben, wenn ihr das Ganze nochmal gesondert anschauen wollt, weil ihr dann nochmal hingeht oder so, könnt ihr gerne auf Alpha-Würfel nachgucken. Da werde ich dann nach Abschluss von diesem Video diesen Ausschnitt vom Video auch nochmal hochladen. Faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass der Kontrollmechanismus auf eine so kleine Fläche passt. Ich werde eine kleine Weile brauchen, bis ich dieses Gerät verstanden habe. Aber mit ihm kann ich auf jeden Fall die äußeren Verteidigungen herunterfahren und den Steinbruch wieder in einen verhältnismäßig sicheren Zustand versetzen. Dann habt ihr also den Orks bei der Arbeit in ihren Steinbruch geholfen? Wir hatten eine Übereinkunft, von der beide Seiten profitieren sollten. Ich habe ihnen Techniken beigebracht, wie man im Steinbruch effizienter Abbau betreibt, während sie die Steine entfernt haben, die den Eingang zu dieser Ruine versperrten. Wussten die Orks, dass sie euch helfen, eine Dwemer-Ruine auszugraben? Nun ja, nein. Aber sonst hätten sie ja nie dabei mitgemacht. Und sie hätten sie ja irgendwann ohnehin gefunden, oder? Tatsache ist aber, dass ich keine Ahnung hatte, dass die Dwemer-Konstrukte so leicht zu erregen sind. Ihr wisst, dass die Orks sauer auf euch sind, oder? Damit hatte ich schon gerechnet. Ich tat mein Bestes, ihnen zu helfen. Doch das Chaos war einfach so groß. Wenn ich die Verteidigung unter Kontrolle bekomme und den Orks ihren Steinbruch zurückgeben kann, machte das meine Nachlässigkeit vielleicht wieder gut. Und vielleicht bringen sie mich dann nicht um. Ja, dann hoffen wir das doch mal. Wieso müssen wir jetzt nochmal mit ihm sprechen? Faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass der Kontrollmechanismus auf eine so kleine Fläche passt. Ich werde eine kleine Weile brauchen, bis ich dieses Gerät verstanden habe. Aber mit ihm kann ich auf jeden Fall die äußeren Verteidigungen herunterfahren und den Steinbruch wieder in einen verhältnismäßig sicheren Zustand versetzen. Dann kann ich den Orks jetzt also sagen, dass sie den Steinbruch wieder freigeben können? Oh ja, es ist wieder vollkommen sicher, den Steinbruch zu betreiben. Und bitte überbringt den Orks meine ehrlichsten und aufrichtigsten Entschuldigungen, was diese unglücklichen Umstände anbelangt. Kommt ihr denn nicht mit mir mit? Ich habe da etwas, was ich vorher noch versuchen möchte. Etwas, was die Orks für meine Unvorsichtigkeit entschädigen wird. Was habt ihr vor? Wenn es mir gelingt, einige wenige Einstellungen vorzunehmen, dann kann ich den Orks die Konstrukte anbieten. Ich bin mir sicher, sie würden hervorragende Arbeiter abgeben.
Ich komme gleich nach und treffe euch oben. Ja, ich, lass das mal so stehen. Okay. Wir müssen jetzt zurück. Ich hoffe, dass die ganzen Konstrukte... Oh nee, die sind noch alle rot. Moment. Die sind doch alle rot und ich dachte, die sind jetzt nicht mehr böse. Wisst ihr nicht, dass ich jetzt hier so durchlaufen muss und dann alle noch hier sind? Ich muss aber trotzdem mit dem Schmiedeweib sprechen. Nein. Ich wollte gerade sagen, halt mich hier bloß nicht auf. So, wir müssen nach rechts. Lass mich da durch. Ich habe keine Lust, hier zu sein. Aber ich muss mal kurz den Zettel lesen, den ich gefunden habe. Lass mich in Ruhe. Hallo, Kasa. Oder so. Kaum, dass unsere Späher berichteten, es würden Leute aus dem Steinbruch auftauchen, bin ich sofort hinuntergeeilt, um mir anzuschauen, was da los ist. Wo ist dieser verfluchte Elf denn nun? Und was hat er getan? Neramu hat eine Dwemer-Ruine unter dem Steinbruch gefunden. Dwemer? Das ist das Letzte, was ich erwartet hätte. In den Geschichten, die ich über uralte Ruinen und Dwemer gehört habe, gehen solche Dinge selten gut aus. Konstrukte sind durchgedreht, aber Neramo schaffte es, sie in den Griff zu bekommen. Dann hat der Elf überlebt? Perfekt! Das bedeutet, ich kann ihm noch den dürren Hals umdrehen. Wartet einen Augenblick. Was ist das für ein Geräusch? Trolldung! Es sind die Konstrukte! Der verdammte Elf hat uns verraten! Wartet! Er will doch nur... Zu den Waffen, Clan Tumnosch! Zeigen wir diesem Elfen, was wir von seiner Dwemer-Armee halten! Beruhigt euch! Ich bringe ein Geschenk. Diese Konstrukte können in eurem Steinbruch arbeiten und das große Arsenium neu errichten. Verdammter Elf! Ich sollte euch auf der Stelle töten. Was habe ich gesagt? Bitte, meine Freundin, bringt sie zur Vernunft. Er hat die Hälfte meiner Arbeiter auf dem Gewissen. Und jetzt möchte er uns auch noch beleidigen? Der Blutzoll des Elfen ist hoch. Und er wird ihn ganz, ganz langsam entrichten. Wurde nicht schon genug Blut vergossen? Neramo will doch nur helfen. Der Graustein-Steinbruch gehört Clan Tumnosch. Clan Tumnosch sollte dort arbeiten und nicht diese Metallmonster. Solange auch nur ein einziger Tumnosch lebt, werden wir Steine aus diesem Steinbruch herausholen. Genau wie Malakat es für uns vorgesehen hat. Wie hat er es denn vorgesehen? Mit Orkschweiß und Orkmuskeln. Wir würden uns selbst und unsere Ahnen entehren, wenn wir uns zurücklehnen und die Maschinen unsere ganze Arbeit machen lassen würden. Es spricht für sich, dass ausgerechnet ein Elf einen derart beschämenden und feigen Plan ersinnt. Nehmt die Konstrukte als euren Blutzoll und setzt sie ein, um eure alte Stärke zurückzuerlangen. Sie sind von beträchtlichem Wert. Und wir wären imstande, unsere Quoten zu erfüllen, während wir den Neuaufbau vorantreiben. Ihr habt recht. Danke, dass ihr mich trotz meiner Wut habt klar sehen lassen. Und wir haben undurchdringliche, schwere Schultern von Zeichen des Ausgestoßenen erhalten. Ja, hier möchte gerade niemand mehr mit uns reden. Das passt doch perfekt, auch wenn ich hier gerade nichts mehr sehen kann vor lauter Qualm. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und das war dann... Halt, stopp, nein, wir können ja noch gar nicht rausgehen, weil wir müssen ja noch den Clan dazu verpflichten, dass er uns überhaupt hilft. Das habe ich total vergessen, ich habe es nur gerade gesehen. Deswegen müssen wir noch mal mit der einen sprechen, mit der Häuptlingsdame. Nee, Moment, das war ja das Schmiedeweib. Mit dem Häuptling, der ist hier links. Hallöchen. Ah, Fremde. Ich gebe zu, ich hatte so meine Zweifel. Doch mein Schmiedeweib erzählt mir, ihr wärt tatsächlich so gut wie euer Ruf. Habt Dank, dass ihr die Ordnung im Graustein-Steinbruch wiederhergestellt habt. König Kurok bittet darum, dass ihr an der großen Volksversammlung teilnehmt. Werdet ihr uns beiwohnen? Oh, von mir aus. Ihr habt einen wichtigen Dienst für meinen Clan erfüllt.
Das Mindeste, was ich tun kann, ist, loszugehen und mir anzuhören, was für gedrechselte Worte Kurok uns dieses Mal ins Gesicht schreit. Wir sehen uns bald in Orsinium, Fremde. Ja, und damit ist aber jetzt endlich die Folge zu Ende. Diesmal auch wirklich. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.